Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge sind wir in die Naturzone Richtung Claw City gegangen und da werden wir auch heute hingehen. Ich habe in der letzten Folge gefragt, ob wir uns die Naturzone angucken sollen und ihr habt gemeint, nee, macht das lieber nur im Stream. Das heißt, wir werden das jetzt so machen, ich mache die Story im Let's Play hauptrangig. Also ich werde hier trotzdem in der Naturzone ein bisschen rumgucken, aber nicht so doll, wie ich es sonst machen würde. Und im Stream mache ich dann quasi alles, was ich so sonst machen wollen würde. Heißt, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, ich weiß noch nicht, wo ich das streamen werde, ob jetzt bei YouTube oder Twitch oder beides. Aber egal. So, es ist auf jeden Fall ein neuer Tag, heißt, die Leute hier haben bestimmt wieder was Neues zum Ausbuddeln da für 500 Watt. Klaro, mach du ruhig. Letztes Mal haben wir, glaube ich, eine Sache bekommen. Mal gucken, wie viele wir dieses Mal bekommen. Klonk, klank. Oh, Steinknochen. Oh, geil. Soll ich weitergraben? Ja, mach. Oh, geil. Noch ein Kometstück. Noch weiter? Ja, klar, immer weiter. Ach, puh. Das musst du das erste Mal reichen. Hier, zwei Schätze für dich. Okay, erstmal natürlich angucken. Was haben wir denn da? Hä, ich habe einfach einen Wasserstein? Wo habe ich den denn her? Okay, keine Ahnung, wo ich den gefunden habe. Und er hat uns gerade einen Steinknochen gegeben, den viele Pokémon-Archäologen ganz toll finden und der einen tollen Wert hat. Haben wir aber schon zwei Stück von. Und ein Kometstück, der aus dem All herabgefallen ist. Er ist auch vom großen Wert. Bestimmt von den Pixies. Aber wo habe ich denn jetzt diesen Wasserstein her? Könnte man sich ja überlegen, ob man vielleicht noch einen Aquana machen will, nicht wahr? Egal, so, neuer Tag heißt, da sind auch schon wieder interessante Sachen. Wir gehen jetzt erstmal zur Pension hier, holen uns natürlich unser, oh, nicht unser, ich wollte ein Ei haben, okay, ich kriege anscheinend noch kein Ei. Dann verbessern wir noch kurz unser Rotomrad, das kostet nämlich 3000 Watt und ich habe noch ein bisschen Watt gesammelt und jetzt lag das auf jeden Fall. Jetzt unser Rotomrad noch besser. Pimp my white. Kann man das nochmal verbessern? 5000 Watt, das wird halt echt immer teurer, ne? Habe ich leider nicht, aber wir können ja gerne eine Rallye machen zu Claw City. Wie wär's damit? Okay, hier sind zwei neue Sachen dazu gekommen. Sitz des Giganten. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt auf der anderen Seite ist oder Wipfelscheinwald. Kenne ich beides nicht. Wir fahren mal zum Sitz des Giganten und gucken, ob uns das was bringt. Mal gucken, ob wir gleich rechts abbiegen oder links, weil wenn wir links abbiegen, dann wäre das richtig doof. Auf geht die wilde Fahrt! Uff. Ach, hier ist das. Okay. 18.000 Punkte. Kriegt man dafür auch immer noch was, ja, ne? Euer Rekord. 215 Watt haben wir dafür bekommen. Ja, nett. Komm, hier ist ein riesiges Pokémon, aber wir besiegen das sowieso nicht, ist die Sache. Deswegen probier's erst gar nicht. Ich würde gerne nach Claw City, wenn das möglich ist. Komm, wir fahren mal zum Wipfelscheinwald. Vielleicht ist das ja der Weg, wo ich hin will. Naja gut, das war doch eine schöne kleine Rundfahrt durch das alte, durch die alte Naturzone, oder nicht? Ach man, super unnötig. Du hast über 20.000 Punkte erzielt. Wir kriegen Voltwechsel. Okay, guck, wir haben zumindest Watt gekriegt und Voltwechsel. Nach der Attacke eilt der Anwärter zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Auch nicht schlecht. Könnte man zum Beispiel Blitzer geben. Gut, so, wir werden das jetzt aber so machen. Wir fahren jetzt nach Claw City. Und dann sind wir glücklich, glaube ich. Schade, dass es da noch kein Ziel gibt. Also anscheinend muss man erstmal mit den Leuten hier reden, die diese Rotom-Rallys machen, damit es ein neues Ziel ist, wo man hinfahren kann. Das Ding sieht auch interessant aus. Ich weiß aber nicht, ob... Das sieht auch wieder zu groß aus, diese komische Spinne hier. Und ich glaube auch, je nachdem, zu welcher Tageszeit man das macht, oder einfach nur an welchen Tag man das macht, erscheinen die andere Pokémon. Heißt, es lohnt sich auf jeden Fall... Auch wenn man ein Gebiet schon kennt in der Naturzone, da noch ein zweites Mal lang zu fahren, weil dann da eventuell andere Pokémon erscheinen. Oh, ein Mondstein. Kann man damit nicht einen Pixie verwandeln oder so? Er ist schwarz wie die Nacht. Ich glaube, das ist so ein Pixie-Stein. Die mögen doch die Mondsteine so gerne. Da kenne ich noch die Story von dem Pokémon-Anime zu. Der sieht cool aus. Der sieht aus wie der auch. Die sehen alle aus wie von Zelda hier. Naja. Gibt es noch ein paar Mascholos und so. Will ich aber alles nicht haben. Nee, wir fahren jetzt nach... Yo, ist das die Weiterentwicklung von Sonko? Vermutlich. Ja, okay, du siehst sehr cool aus, aber ich habe mein eigenes Sonko. Das wird sich auch bald entwickeln. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Oh, hier habt ihr nochmal einen Überblick über die Naturzone. Was jetzt diese Steine da alle zu bedeuten haben, keine Ahnung. Und ob man da vielleicht irgendwie rauf kann oder so. Aber sieht schon ganz imposant aus, muss ich sagen.
Also, dass da die Leute meinten, es wäre zu wenig los in der Naturzone, kann ich irgendwie nicht bestätigen. So, gehen wir jetzt durch den Drachenkopf? Wahrscheinlich, oder? Ist das ein Drachenkopf? Der nächste Arenaleiter ist jetzt aber kein Drachentyp, oder? Freunde, ich habe richtig Angst, dass die Trainer und Pokémon und sowas hier jetzt alle viel zu stark werden und mich einfach... oder mein ganzes Team einfach kaputt hauen. Das wäre richtig doof. Also eventuell wird gleich jemand sterben. So, guten Tag. Darf ich denn überhaupt schon rein oder muss man dafür Level 40 sein oder so? Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz deinen Arena-Orden überprüfen? Ah ja, das ist ja der Pflanzenorden und der Wasserorden und den Feuerorden hast du ja auch. Ja geil, dann hast du ja alle drei. Dann darfst du jetzt auch nach Engine City. Mach weiter so. Nee, hier nach Claw City. Mach auf jeden Fall weiter so. Hi, ich bin Betsy. Du schon wieder. Oh, das war Fopp. Der wird nicht kommen. Ich habe ihn getötet. Tja, das wird dir auch blühen, sobald ich dich vernichtet habe. So, lass mich durch, alter Mann. Oh, Betsy, oh mein Gott. Ja, geh so ruhig durch. So, tschüss, Dizzy. Ich muss die Arena-Challenge vor dir machen, um den Liga-Präsidenten zu beweisen, wer der Bessere von uns beiden ist. Betsy, sag tschüss. Betsy. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Das sieht auch so geil aus. Aber warum ist da so ein Drachenkopf? Ich hab Angst. Ich will doch nicht als vierten Arena-Leiter gleich einen Drachentypen haben. Ich weiß gar nicht, was gut gegen Drachen ist. Andere Drachen, oder? Oha, eine Krone auf jeden Fall. Das sieht so geil aus, als wenn die Arena einfach so Flügel hätte. Claw City. Ein sehr gehobener Stadtviertel in der Galar-Region. Die Musik passt perfekt. Die ist halt wirklich so altertümlich. Schön burgenhaftig. Er wird auf jeden Fall Drache sein. Ich hab Angst. Ich sag's so, wie es ist. Ich hab Angst. Okay, wir werden erstmal unsere Pokémon natürlich heilen. Denn die sind ein bisschen mitgenommen worden in der letzten Folge. Vor allem Fly, der 80 Milliarden Mal gestorben ist. Oh Gott, und wir müssen auf jeden Fall unser Fleckleon, oder wie der jetzt auch immer heißt, austauschen, weil der ist super hässlich. Voll der Hespoban. Haben wir irgendein anderes cooles Pokémon, das wir reintun können dafür? Ich wäre fast dazu geneigt, entweder Toxel, ist leider nur Level 1, aber Toxel könnten wir reintun, oder ein Aquana. Das sind nämlich beides auch Pokémon, die ein Zuschauer sein wollte. Also Aquana wollte die Rindenfresse gerne sein und Toxel wäre die Nickel gerne geworden. Finde ich vielleicht gar nicht so schlecht, dann haben wir auch ein Elektro-Pokémon mit Toxel. Und Nickel war da vorher ja auch Elektro. Ich glaube, wir nehmen Toxel mal mit rein. Statt Memeon. Wir haben ja jetzt die Entwicklungen von Memeon gesehen und Memeon wird auch immer einen ganz tollen Platz in meiner Box hier haben. Eigentlich in meinem Herzen, aber auch in dieser Box. In Box Nummer 5 natürlich. Da kommt mein... Ja komm, wir machen das jetzt so. Wir packen alle Pokémon, die wir jemals im Team hatten, in Box 5. So, und sogar schön sortiert nach der Reihenfolge, wie ich sie aus dem Team wieder rausgenommen habe. Als erstes haben wir Foxui ausgetauscht, dann Lucy, dann Nickel und jetzt das Memeon. Mal gucken, ob die Box noch voll wird oder... Also wird wahrscheinlich noch voller werden, aber wie voll sie wird, ist die andere Frage. So, dann benennen wir das Toxel nochmal ganz kurz um. Und damit willkommen zurück im Team, liebe Nickel. Und JC wird nochmal umbenannt zu Jaynona. Weil ist halt weiblich, also JC ist mir zu männlich und Jay auch. Also Jaynona, ich hoffe, dein neuer Name gefällt dir. Schön, jetzt haben wir nur noch ein Pokémon im Team, das kein Zuschauer ist, nämlich das Sonquo. Werde ich wahrscheinlich auch noch auswechseln, sobald es die dritte Entwicklung hat, obwohl die dritte Entwicklung mega cool aussieht. Und die dritte Entwicklung ist ja auch kantig. Vielleicht werde ich ihn zu Carly Braun umbenennen. Egal, wir müssen auf jeden Fall noch hier ein bisschen im Supermarkt einkaufen, denn wir haben so gar nichts mehr an Belebern und so. So, wir haben noch 71 Poké-Dollar. Scheiße. Ah, das wird alles knapp hier. Hallo, wieso bist du denn hier? Oh, hallo, im GP-Laden. Wie kann ich dir denn helfen? Was ist denn ein GP-Laden? Wo kriegt man denn Gewinnpunkte her? Okay, das ist richtig krasse Sachen. Aber ich weiß halt nicht, wo man Gewinnpunkte herbekommt. Aber das merken wir uns mal, dass hier ein Gewinnpunkte-Typi ist. Und ganz offensichtlich heißt der nächste Arena-Leiter Roy. Mit einem Y. So, guten Tag, Dizzy. Oh, hat er eine größte Tour hier. Dizzy, der Fernseheinschalter ist mal wieder da. Ich mache auch ihren Fernseher an. Bitteschön. Ja, mein Fernseher ist an. Oh, da will man bitte kämpfen. Ich weiß ja nicht, was hast du so für Pokémon? Ach du... Vor allem, bei so einem Trainerkampf kann man ja nicht flüchten. Oh oh, oh oh, ich weiß nicht, ja? Ja! Scheiße, ich habe so Angst. Wenn der jetzt Level 40er Pokémon hat, dann bin ich sowas von am Arsch. Baumwoll. Level. Bitte sei nicht zu krass. 2. Okay, das ist ja sowas von ein Meme. Ich hatte wirklich ultra Angst und dann hat er Level 2 Baumwoll. Okay, hier, spüre meine Zornklinge. Mann. Was denn? Ah, ach, der hat ein Item. Okay, deswegen. Der Fokusgurt. Ah, okay. Damit überleben, glaube ich. What the fudge? Ist los mit dir?
Ein fucking Level 2 Baumwoll kann mein Fly 84 Leben mit einem Hit abziehen, oder was? Hä? Wegen Focus Squad? Ist das so ein OPs Item, oder was? Der bringt halt gar nichts. Nickel Level 2. Nickel. Stimmt, den Nickel müssen wir natürlich auch erstmal trainieren jetzt hier. Geht aber wahrscheinlich relativ schnell jetzt am Anfang. Oh, in Sachen Fokus hast du den Kampf gewonnen. What the hell? Ja, das hattest du nicht erwartet. Wie? Nein, habe ich wirklich nicht. Es gibt halt ebenso viele unterschiedliche Arten zu kämpfen, wie es Trainer gibt. Das heißt, und er schenkt uns sogar den Focus Squad. Er hat dem Pokémon irgendwas gegeben, oder er hatte eine Fähigkeit, dass er mit einem HP auf jeden Fall überlebt. Und dann macht wohl der Focus Squad, umso weniger Leben dein Pokémon hat, desto mehr Schaden macht er oder sowas. Und deswegen war er gerade so krass, oder wie? Das ist ja 200 IQ. Mindestens, wenn nicht sogar 203. So, Focus Squad, ein Item zu tragen. Bei vollen KP bleibt der Träger nach einer K.O.-Attacke einmalig mit 1 KP im Kampf. Genau. Ah, und dann hat er halt eine krasse... Hey, er hat seinen Fernseher wieder ausgemacht, was soll das denn? Dann hat er halt eine krasse Attacke, die je weniger Leben man hat, mehr Schaden macht. So, sein Fernseher ist wieder an, kein Ding. Höchst interessant, wir werden nochmal heilen gehen. Ein Glück bin ich in der City, weil ich habe ja gesagt, in meiner Nuzlocke-Challenge, ich gehe, wenn ich außerhalb der City bin, nicht mich heilen. Es sei denn, da ist halt irgendwo ein Typ, der mich heilen kann, aber ich werde nicht wieder in die Stadt zurückgehen, um zu heilen. So, guck mal, da sind schon wieder Betsy und die anderen Typen. Da geht dann wohl gleich die Story weiter. Aber erstmal schauen wir uns noch ein bisschen in der City um. Hier gibt es zum Beispiel Sachen zum Anziehen. Mal gucken, was die Mode hier in Claw City so ist. Rollkragen, aha, okay. Also die gehen hier schon krass auf Style irgendwie. Aber kann ich mir sowieso alles nicht leisten. Oh, ein Café gibt's hier auch. Wieder mit Hokumi. Und da ist Bixi! Nee, Pipi! Ich habe einen Mondstein für dich. Willst du dich entwickeln? Schenkst du mir vielleicht dein Pipi? Hallo, schenkst du mir dein Pipi? Auch nicht. Oh Mann, ey. Niemand schenkt mir hier seine Pipis. Und man kommt noch irgendwie in eine zweite Stadt hier rein? Hä? Hier gibt's einfach noch ein Pokécenter. Die Stadt hat einfach zwei Pokécenter, Leute. Läuft bei der Stadt. Hier kämpfen noch ein paar Leutchens. Ein Glibble-Pokémon. Gegen ein Rihorn, der uns lieber anguckt und uns... Oh, das ist ja süß. Er hat uns freundlich zugenickt, statt hier zu kämpfen. Da, aber ich sehe doch noch hier ein Pokémon. Muskelband. Ein Item zu tragen, dieses Stirnband versteckt physische Attacken. Toxe sind cool, oder? Ich himmel es richtig an. Wenn du eins dabei hast, würdest du es vielleicht gegen ein Togepi tauschen. Nein, Mann. Ich hab das Toxel gerade in mein Team gepackt. Du kannst mir doch nicht schon wieder meine Nickel wegnehmen. Und was gibt's hier noch? Das ist die Schatzkammer von Claw City. Ohne Erlaubnis kann ich dich nicht einfach durchlassen. Okay, wahrscheinlich kommen wir da rein, sobald wir Roy besiegt haben. Und hier kann man wahrscheinlich dann noch aus der Stadt wieder raus. Psst, kennst du schon das neueste Gerücht? Nee, was denn? Was? Nicht? Wenn du deinem Schwarm einen Knapfel schenkst, während du ihm oder ihr deine Gefühle gestehst, dann werdet ihr auf ewig zusammenbleiben. Das erzählen sich zumindest die Leute. Einen Knapfel. Und naja, es gibt da dieses eine Mädchen, das ich ganz nett finde. Aber sie zieht demnächst um, und zwar ins Ausland. Ich dachte, ich rede nochmal mit ihr, bevor sie geht, und gestehe ihr meine Gefühle. Deshalb suche ich auch schon die ganze Zeit einen Knapfel, finde aber keins. Falls du zufällig einen Knapfel zu viel hast, würdest du es mir dann vielleicht geben? Klar. Oh, das ist super nett von dir. Aber du hast gar keinen Kinderapfel. Das ist korrekt. Aber ich such dir eins. Kein Ding. Was machen Sie hier unten, schwarzer Mann? Naja, also ich mache hier bestimmt nichts Böses. Aber ich kann dir tolle Sachen beibringen. Okay, aber er kann nur bestimmten Pokémon was beibringen. Und zwar nur mein Memmion, komischerweise. Okay, dann können wir Wassersäulen erlernen. Ein Angriff mit Wassersäulen. Oh, ein Regenbogen erscheint dabei. Statt Aquavelle. Aber ich habe Memmion sowieso nicht mehr im Team, deswegen bringt mir das gar nichts. Aber trotzdem danke. Das war eine Kombi-Attacke. So. Schwarze Männer unten am Steg bringen ein Kombi-Attacken bei. Hier ist Team Gel, die nicht wollen, dass wir weitergehen. Also wird es da dann weitergehen zur vierten Arena-Challenge, wie es aussieht. Und dann sind wir hier soweit durch. Wir gucken nochmal ganz kurz die rechte Seite an. Hallo, Dizzy, der Bildschirm-Anmach-Service ist da. Bitteschön, kein Ding. Oh, danke, lieber Dizzy. Hier eine Sanftglocke für dich. Damit besänftigst du Pokémon. Und der Träger wird zutraulicher. Na, willst du wissen, ob deine Pokémon noch alles geben? Ja, hier. Wie sieht's aus mit mit Fly? Tut er wirklich alles, um drei Crits zu landen? Sag doch mal. Dieses Pokémon. Es könnte sich noch ein klitzekleines bisschen mehr anstrengen. Wusste ich's doch. Blöder Fly. Gibt gar nicht alles, um sich zu entwickeln. Er will wieder nicht entwickeln. Weil das wieder viel zu anstrengend für ihn ist oder so. Soll ich dir sagen, wie zutraulich deine Pokémon sind? Na gut, wie zutraulich ist denn Jaynona? Ihr versteht euch schon ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben. Was?
Aber ich habe ihn doch gerade umbenannt. Vielleicht deswegen. Vielleicht mag er mich deswegen nicht so gerne. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Haus, was wir da haben. Kann man wahrscheinlich auch nochmal häufiger hingehen. Guten Tag, Dizzy, der Fernseh-Einschaltservice ist da. Sie haben sehr viele Mikros. Was machen Sie mit diesen ganzen Vögeln? Haben Sie wohl einen Vogel oder was? Okay. Sie hat einen Vogel, aber immerhin ist ihr Fernseher an. So, klopf, klopf. Dizzy, der Fernseh-Einschaltservice ist da. Bitteschön, auch ihr Fernseher ist an. Oh, danke schön, junger Mann. Wie ist das Wetter draußen? Wundervoll, es ist einfach wundervoll. Das Sonnenlicht ist stark, wodurch die Feuerattacken verstärkt werden und Wasser schlechter ist. Ja, ja. So, bitteschön, das kostet dann 80.000 Yen. Oder ein Heißbrocken, das ist auch in Ordnung. Verlängert die Dauer von Sonntag. Längeres Wochenende ist immer gut. Hahaha. Guten Tag, ich verlängere Ihren Sonntag und mache Ihren Fernseher an. Was kriege ich von Ihnen dafür? Nichts, alles klar, ich verschwinde wieder. Sie sind ein doofer Kunde. Und hier lässt uns Team Gel auch nicht durch. Also Team Gel ist hier die Begrenzung auf jeden Fall. Dann haben wir hier oben noch zumindest einen Bogball. Eine Zuckererdbeere, das wird Hokumil bestimmt gefallen. Und was steht hier noch Tolles? Gerüchten zufolge kann man Pokémon leichter fangen, wenn man sie berührt. Und anscheinend eine Kirche oder sowas, in die wir aber nicht rein dürfen. Aber das sieht hier voll cool aus. So ein bisschen wie bei Fire Emblem, dem neuesten. Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Würdest du ihn für mich überbringen? Klar, aber sag jetzt nicht, dass das der andere Typ da ist, der auch ein Mädel mag. Ach, das freut mich. Danke, danke. Ich heiße übrigens Paulina. Dann vertraue ich dir mal einen Brief an, ja? Klar, Paulina. Danke für deinen vergilbten Brief. Ich will gar nicht wissen, warum der vergilbt ist. Bitte bring ihn zu Frank in Fairbelly. Okay, wo auch immer Fairbelly ist, kenne ich noch nicht. Aber mit dieser Schlaubrille, die ich gerade gefunden habe, wird das bestimmt ganz toll. Gut, so, jetzt sind wir aber wirklich durch hier. Hallo, weiterer Storyverlauf. Oh, Liga-Präsident Rosé, gestatten Sie mir, Ihren Bericht zu erstatten. Meine Mission, Wunschsterne und Orden zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Ach, das ist erfreulich, Betsy. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rosé verdankst. Wenn ich genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet. Nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galars. Und Galar braucht nicht nur Wunschsterne. Galar braucht auch einen starken Trainer. Ein Trainer, der dem Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident Rosé, einen der beiden Günstlinge des Champs, habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch eine Leidenschaft möchte ich von einem Arena-Challenger sehen. Betsy, ich muss da noch etwas mit dir besprechen, wenn du mir kurz folgen würdest. Aber natürlich. Wir haben irgendeinen Dreck am Stecken, garantiert. Also es gibt ja jetzt noch nicht so wirklich eine böse Fraktion hier. Irgendwie wirken die drei hier halt böse auf mich. Na, Dizzy, hast du wohl gerade so gehört? Tja, jetzt hast du wohl zu viel gehört und ich muss dich umbringen. Oder ich sag dir einfach, was Wunschsterne sind. Das sind rätselhafte Steine, die Grundlage für das Dynamax-Bändchen halten. Man kann nämlich die Pokémon nicht nur riesengroß machen, sondern sie auch noch viel krass stärker. Naja, schau doch mal im Stadion vorbei. Da wirst du mehr darüber erfahren. Bitte folge mir. Okay, Herr Liga-Präsident. Ich komme, Herr Liga-Präsident. Ich habe ein bisschen Angst davor. Das ist halt mega das Schloss. Also von der Aufmachung her mega gut. Auf jeden Fall mal was anderes als die ersten drei Arenen. Das finde ich sehr gut. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Claw-Stadions absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die ganze Galar-Region umgewandelt. Da machen die bestimmt Ausbeutung von Pokémon oder sowas. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galars mit Hilfe der Energie der Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Ah ja, die machen das mit Wunschsternen. Aber ich glaube, bisher machen sie es mit Pokémon. Oh, ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Geh doch einfach zur nächsten Schatzkammer, Dizzy. But first, let me talk to Baldwin. Hier, ein Ball für dich. Ein Levelball. Leveln dadurch die Pokémon schneller? Ein Ball, mit dem sich Pokémon umso leichter fangen lassen, je niedriger ihr Level im Vergleich zu deinem Team ist. Auch nett. Danke, Baldwin, du bist der Allerbeste. Wahrscheinlich darf ich noch nicht zur Arena-Challenge. Oder was sagen Sie, werter Herr Arena-Challenge-Bewacher? Du brauchst 7 Orden, bevor du es mit Wily, dem Meister im Umgang mit Drachen-Pokémon, aufnehmen kannst. Oh, da bin ich beruhigt. Okay, das ist der letzte Trainer. Das ist sehr gut. Also, letzter Trainer vor dem Champ.
Ohne Witz, sie können nicht einfach Drachen-Pokémon als vierten Arena-Challenger oder als vierte Arena machen. Alles klar, dann wieder zur Schatzkammer. Ich habe die Befürchtung, wir werden kein einziges Mal kämpfen in dieser Folge. Hallo Deleon, was machst du denn hier? Na, Desi, wie läuft es so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden? Haha, sag mal, weißt du zu welch, was mit Hop los ist? Ich habe ihn eine Weile nicht gesehen und er antwortet mir nicht mehr. Ich habe Angst, dass er getötet worden ist. Und da dachte ich mir, du als sein Rivale weißt vielleicht mehr. Hm, er hat gegen Betsy verloren? Ja, das stimmt, aber wo er jetzt ist, weiß ich auch nicht. Ah, shit. Wahrscheinlich hat er sich selbst das Leben genommen danach. Nun gut, ich werde ihn suchen und ihn mit einem Beleber vielleicht wiederbeleben. Wir sehen uns, Dizzy. Tschüss. Ja, ja, rette mal deinen kleinen Bruder, das wird schon gut sein. So, and we are going to the Schatzkammer. Hallo, ich darf jetzt hier rein. Ist das nicht wunderschön? Da, die 241, da hat irgendein NPC drüber geredet. Das ist vielleicht sogar der Arenaleiter hier. Oder so. Hey, du bist doch einer der beiden Trainer, den Deleon eine Empfehlungsschreiben gegeben hat. Und dein Name ist, Moment, ich hab's gleich. Wait for it. Moment. Ah ja, genau, Dizzy heißt du. Deleon scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf den Kasten. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Orden. Tja, das ist why. Mann, ey, ich will nur zur Schatzkammer, du Blutkopf. Sei nicht so ein Großkotz. Was, du bist gar nicht wegen mir hier, sondern wegen der Schatzkammer? Okay, dann geh doch einfach rein. Ich will noch gar nicht gegen dich kämpfen. Mit deinem blöden Drachen-Pokémon. Hier bitte meine Liga-Karte. Ich weiß, du bist großer Fan. Wie cool er da einfach steht. Mit einem Bein angewinkelt. Cooler Typ. Und so groß. Der ist bestimmt ein guter Volleyballer. Wenn du zur Schatzkammer willst, dann geh die Treppe hoch. Die da? Ja, genau die da. Wieso lächelst du dich da an? Hör auf so zu grinsen. So, hallo Rezeption. Ich würde gerne nach oben gehen, wenn das in Ordnung ist. Darf ich? Das ist aber nett. What do we have here? Was heißt denn Schatzkammer? Also wirklich einen Schatz oder so? Und eine Kammer? Oder was muss ich mir darunter vorstellen? Charm! Den habe ich schon, da brauche ich keine TM für. So, ab in die Schatzkammer. Oder können wir hier auch rein? Da ist eine Treppe, ich will da hoch. Was machst du denn hier? Huch, oh, Dizzy, da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden aus der Geschichte Galars abgebildet. Es waren einmal zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachteten. Doch dann brach das Unheil über das Land herein und die Jünglinge waren verzweifelt. Doch es kam ein Held mit Schwert und Schild, der dem Unheil Einhalt gebieten konnte. Woraufhin Frieden ins Land kehrte und die beiden Jünglinge beide zum schwulen Königspaar wurden. Das ist die Geschichte des Königreichs von Galar und wie es gegründet worden ist. Sie erinnert ein wenig an The Legend of Zelda, wie vieles in diesem Spiel, aber glaube mir, wir haben uns diese Geschichte selber ausgedacht. By the way, ist dir irgendwas aufgefallen? Mann, ja, das erinnert mich an die finstere Nacht, als wie bei den Bergen da. Ja, genau, mich auch. Das sieht genauso aus, mit den ganzen schwarzen Wirbeln und den Unheil und so. Das ist eindeutig die finstere Nacht. Das wohl die Verheerung Garnons ist? Ich habe mal ein Videospiel dazu gesehen. Nun gut. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich werde einen kleinen Feentypen suchen mit einer grünen Mütze auf. Peter Pan hieß er, glaube ich. Nun gut, wir sehen uns, aber nimm noch das hier. Sie gibt mir meine Leber. Ich hasse sie. Ich hasse sie. So, okay, cool. Geschichte weiter fortgeführt. Sieht auf jeden Fall immer mehr so aus, als wenn hier irgendwann nochmal Link erscheinen würde und alle retten würde. Das wäre mal ein cooles Spin-off. So Link und also The Legend of Zelda und Pokémon zusammen. Cool, oder? Was da oben so abging. Geh doch als nächstes auf Route 6 nach Pesbeck und trainiere unterwegs ein bisschen. Mache ich, danke Roy. Wir sehen uns, Roy. Dauert nicht mehr lange. Noch ein paar Folgen, dann habe ich dich. Wieso winkst du? Ein Arena-Challenger! Du willst nach Pesbeck, oder? Okay, hol dir aber nicht die Pest. Mache ich nicht, glaube ich. So, er will einen Knapfel. Warte, das schreibe ich mir mal auf. Wir haben jetzt ein paar Nebenmissionen. Dem Jungen einen Knapfel geben, Brief abgeben. Und mehr hatten wir, glaube ich, nicht. Team Gel ist weg. Und wir gehen auf Route 6 Richtung Pesbeck. Wo die Arena anscheinend doch wieder so billo aussieht. Das ist doof. So, können wir bitte nochmal einen einzigen Pokémon-Kampf in dieser Folge haben? Das heißt Pokémon, dieses Spiel. Was bist du denn? Geht's dir nicht gut? Lass dir bitte die Schlange in Ruhe, die da nur schläft. Oh, ein Salanga. Wir sind deine größten Fans, Salanga. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier fein Haier machen kannst. Dürfte ich durch, bitte? Ich möchte dieses Pokémon nicht aufmachen. Aber ja doch, bitte sehr. Hä, wieso ist Team Gel jetzt plötzlich so lieb? Hä, Hopp, du lebst noch? Aber ihr beiden dürft hier nicht durch, dumme Kinder. Tja, Pech gehabt, dann müsst ihr wohl gegen uns kämpfen. Kinder sind so scheiße. Wir werden euch vernichten, für Salanga. Na, wenigstens noch ein Kampf. Leider ein Doppelkampf mit Hopp, aber das ist mir relativ egal. Guck mal, der hat einen Ranixon. Also den alten Ranixon. So, mal gucken, ob beide zwei Pokémon haben. Ach, es ist nur einer. Nein,
Okay, Ranixon, hier, Fly. Vielleicht kriegst du es ja trotzdem hin. Er wird nicht sterben, oder? Durch so einen Skunkapu? Glaube ich nicht. Ich setze hier Abschlag ein, weil das nicht sehr effektiv ist. Und eventuell kann er dann mal ein paar Mal kritten. Leider nicht. Aber wir sollten halt wirklich wenig Leben verlieren. Vor allem, wenn er uns nur vergiftet. Klar, Gift macht ein bisschen Schaden, aber jetzt auch nicht so viel, dass man... Boah, doch schon 10. Krass. Aber dass man da irgendwie Angst haben müsste. Aber mach mal bitte 3 Crits jetzt. Oh nein, nicht die Offenlegung. Au, das ist ja fast eine Offenbarung hier. Und ein kritischer Trefferabschlag. Das sieht sehr kritisch aus. Ja, ein Volltreffer. Okay, Nummer 1. Hoffentlich macht er gleich noch einen zweiten. Und dann den dritten bei dem zweiten Pokémon von dem Typen. Dass der dann einfach tot ist. Weil das ist echt schwer mit Fly irgendwie die Entwicklung hinzubekommen. Weil der gegnerische Trainer darf nicht zu stark sein, weil sonst stirbt Fly bei dem Versuch. Aber er darf auch nicht zu schwach sein. Ja, da Volltreffer. Das ist mega gut. Jetzt haben wir eine riesige Chance beim nächsten Pokémon, dass er nur noch einen Treffer macht. Und Nickel einfach 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Level hoch. Läuft bei dir, Nickel. Läuft bei dir. Ich frage mich, ob Nickel sich halt einfach so entwickeln kann oder ob man da auch wieder irgendwas braucht. Aber das werden wir alles noch herausfinden. Wir bleiben bei Fly. Wir müssen ihn allerdings einmal heilen gleich. Geradox, Geradox. Hat er wieder volle Leben. Ich hoffe, die Vergiftung geht auch bald weg. Ein Supertrank für Fly. Kulleraugen. Okay, Kulleraugen macht zumindest keinen Damage. Aber wieder vergessen, was es macht. Angriff runter, das ist vollkommen in Ordnung. Gibt uns nämlich mehr Chancen, noch einen einzigen Volltreffer zu machen. So, und wir bleiben bei Abschlag, denn Abschlag hat, glaube ich, eine recht gute Crit-Chance. Der hat verfehlt. So, und jetzt mach bitte einen Crit. Mach bitte einen Crit, mach bitte einen Crit, mach bitte einen Crit. Das war kein Crit. Sorry. Das war der dritte Crit. Ich hoffe, man muss das nicht für ein einziges Pokémon machen, dreimal critten. Weil sonst wäre doof. Geil, ey. Er hat dreimal gekrittet. In einem Pokémon-Kampf. Also der hat natürlich sein Pokémon ausgewechselt, aber es war ein Pokémon-Kampf gegen diesen Typen. Wir haben dreimal gekrittet. Jetzt stirb einfach nicht und dann entwickel dich einfach. Wie wär's damit? Das wäre doch mega geil. Hä, dann ist es ja doch nicht so schwer wie gedacht. Okay, Geradax ist tot und jetzt bin ich sehr gespannt, ob sich Fly entwickeln wird. 1, 2, 3, 4, nochmal 4 Level. Geht schön schnell mit Nickel. Also so ein Level 1, den kann man richtig easy peasy trainieren auf jeden Fall. Mann, ihr Kinder seid selbst im Kampf ganz schön nervig. Und? Ja, das ist ja so gut. Mann, in der letzten Folge ist einfach 8000 Mal gestorben und jetzt einfach im ersten Kampf, den wir in dieser Folge haben, macht er einfach 3 Crits. Als ob Team Jell nochmal irgendwann von Belang ist. Ist ja mega geil. Und das passt so gut zu diesem Setting, das wir hier gerade haben mit der Burg und so. Fly hat sich zu einem Lauchzelot entwickelt. Sieht nicht mehr so geil aus wie vorher mit dem Blick und so, aber gefällt mir trotzdem mega gut. Jetzt fehlt ihm nur noch ein Pferd oder sowas oder irgendwas, worauf er reitet. Das ist doch richtig cool, weil er hat ja so eine Lanze. Ein Wildenten-Pokémon, es ist trotzdem noch immer noch von Typ Kampf. Mega schwer mit 117 Kilo. Orenta, die viele Schlachten überstanden haben, entwickeln sich zu Lauchzelot. Verwelkt seine Lauchstange, zieht es sich vom Kampf zurück. Schön. Dann ist Fly jetzt unser Anführer auf jeden Fall von unserem Pokémon. Und er erlernt noch Eisenabwehr. Das klingt auch gut. Anwender stärkt den Körper, um den Verteidigungswert stark zu erhöhen. Klingt wirklich mega gut. Machen wir statt Sandwirbel. Brauchen wir jetzt nämlich ja nicht mehr. Oh, ich bin so happy, dass Fly sich jetzt entwickelt hat. Und wir dürfen nochmal kämpfen mit dem neuen Fly. So, neuer Fly. Die Lanze ragt einfach aus dem Bild heraus. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Glaubt jetzt der Trümmerer langt, um den einmal zu töten? Ich glaube, Fly stirbt nämlich. Ja komm, wir setzen nochmal einen Supertrank ein. Ich würde eigentlich auswechseln, aber ich möchte sehen, was Fly so drauf hat, der neue. Gewissheit macht tatsächlich Schaden. Die Vergiftung könnte halt irgendwann mal weggehen. Geht die nicht aktiv weg? Muss man die wirklich entfernen? Das fände ich komisch, aber kann natürlich sein. Und dann einfach mal eine Zornklinge, nicht wahr? Vor allem, ich will sehen, wie jetzt seine Angriffsanimation aussieht. Zornklinge-Attacke! Okay, er schlägt einfach mit seinem Schwert, in Anführungszeichen. Und er macht halt trotzdem mega die Crits, weil er trotzdem noch die Lauchstange hat. Ich glaube, Fly ist ein richtig geiler Kämpfer. Und wenn er jetzt, halt dank der Weiterentwicklung und dieser einen Attacke da, ihm noch mehr Verteidigung gibt, dann kann das wirklich ein mega starkes Pokémon sein. Ein würdiger Anführer für unser Team auf jeden Fall. Mann ey, du bist ja wirklich voll die Nervensäge. Mann ey, was denn, wenn das Salang aber diesen ganzen Lärm aufwacht? Seid ihr bescheuert oder was? Mann, ihr seid echt gemein. Oh, guck mal, er spricht sogar das Porente an.
Dizzy, du und Porenta, ihr seid echt ein Wahnsinns-Team. Oh, und ich bin so ein Loser. Ich habe einfach gegen Betsy verloren. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich bin eine Schande für meinen Bruder. Ich bin ein Schwächling. Ich weiß nicht, ob ich weiter mit Pokémon machen soll. Naja, bis dann, Dizzy. Oh, Hopper, deine Lebenskrise. Salanga, war was? Salanga? Salanga. Ey, du da, bist du nicht ein Trainer, der eine Empfehlung von Delion bekommen hat? Oh, es ist einfach eine alte Dame. Die sieht aus wie das Geist-Kompagnon-Ding bei Paper Mario. Mega viel in diesem Spiel erinnert mich einfach an andere Spiele, keine Ahnung. Ich bin Papella. Wenn du mehr über mich wissen willst, dann wirf einen Blick auf eine Ligakarte. Okay, Papella, bist du eine Arena-Leiterin? Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kindchen. Nicht heute, aber irgendwann. Komische alte Dame. Gut, Route Nummer 6 gucken wir uns dann beim nächsten Mal ein, ganz offensichtlich. Ja, beim nächsten Mal. Mega cool, dass sich auf jeden Fall Fly weiterentwickelt hat. So, ja, ich bin super happy. Nickel ist einfach 15 Level aufgestiegen in dieser Folge, wo wir nur 2 Pokémon-Kämpfe gemacht haben. Das, naja, 3. Ja, dann 3. Wir haben 3 Pokémon-Kämpfe gemacht. Ist trotzdem heftig. Ja, und dann würde ich sagen, was das auf jeden Fall mit dieser Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpasst, wollt, auch ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, meine lieben Leute. Und tschüss.